So, zurück bei Dark Souls 2. Seit der letzten Session habe ich noch ein wenig nicht Erfahrung, sondern Seelen gesammelt und habe dabei noch einmal die Belastbarkeit erhöht. Oder zweimal? Ich glaube einmal. Bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Aber ich habe es nochmal erhöht, damit ich auch jetzt hier unseren geilen Hartstahlring tragen kann. So. Jetzt, seht ihr, habe ich noch 12.000 Seelen über. Das erste, was ich machen wollte, ist Crab mitnehmen. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Nehme ich ganz viel von dem richtig miesen Scheiß mit. Das Königsgroßschwert lassen wir mal da. Das lassen wir auch mal da. Den Zweihänder können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Das lassen wir auch mal. Das Gemitte war ja eigentlich ein starkes Ding, aber das brauchen wir alles nicht. Estor-Kettenbrecher. Bei dem weiß ich es jetzt gar nicht. Das kann weg. Die Gürm-Axt kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das behalten wir mal. Das. Das, die behalten wir. Ja, kommt hin. Hier nehmen wir auch alles mit, was wir haben. Hier vor allem. Und hier erst recht. Jetzt wird sich der ein oder andere vielleicht fragen, warum mache ich das? Und hier wird es jetzt interessant. Hier kommt einfach der ganze Bullshit kommt mit. Wieso mache ich das? Ganz einfach. Es gibt in Dark Souls einen Händler, der Sachen kauft. Ritterrüstung ist upgraded. Behalten wir mal. Es gibt einen, der Sachen kauft und den suchen wir gleich auf. Hier nehme ich einfach mal alles mit. Ich weiß nämlich nicht mehr, was ich da tatsächlich getragen habe. Genauso hier. Das muss ich dann im Nachhinein angucken. Die Ringe können wir behalten. Die Zauber weiß ich nicht, ob wir die auch wegschmeißen können. Hier haben wir gar nichts in der Gegenstandskiste. Schlüssel. Hier sind die großen Seelen. Und mir fehlt eine, habe ich entdeckt. Das können wir mal rüber tun. Mir fehlt eine von den roten Seelen. Das habe ich nämlich entdeckt. Wir haben alle schon alle vier gelegt. Und da fehlt halt... Ich weiß nicht wer. Warte mal, wir können ja vielleicht mal nachgucken. Verlorene Sünderin, alte Eisenkönig und der Verkommene. Dann fehlt der Erste. Oder? Freya. Freya, nee. Hä? Seele von Freya, der Liebsten. Oh, jetzt bin ich irritiert. Vielleicht habe ich doch... Nee, eigentlich nicht. Eigentlich war der Spinnenboss war einer. Der Verkommene war einer. Dann die... Die Sünderin oder der Sünder oder wie... Sünderin-Seele, genau. Der Dunkle. Und der alte Eisenkönig. Das müssten die vier gewesen sein. Sind es aber anscheinend nicht. Oder irgendwas fehlt. Na gut. Ist ja auch egal. So, jetzt haben wir alles dabei. Das war aber nicht das Erste, was ich machen wollte. Eigentlich. Sondern... Ne, Moment. Falscher Tipp. Und zwar habe ich mich vertan. Glaube ich, hoffe ich, dass ich es jetzt richtig verstanden habe. Und zwar... Habe ich ja gesagt, der Kollege hier müsste eigentlich noch anderen Shit verkaufen. Oh, tut er aber nicht. Und das ist ganz einfach. Aus dem Grund, weil wir ihm erst Shit abkaufen müssen. Heißt es zumindest. So. Ich hoffe, dass mich da keiner belogen hat. Wir können jetzt gleich mal nachgucken. Denn... Er sollte jetzt eigentlich, nachdem man das da
einmal gekauft hat, sollte ein bisschen mehr Rüstung haben. Und wenn man dann nochmal ein bisschen später dahin geht, oder wenn man, ja, wenn man, ich glaube 16.000 Seelen waren es, wenn man die abgibt, dann hat der Kollege noch mehr im Angebot. Oh, I was hoping that you would come. I've stocked some new things and I thought that you might be interested. Ja. They've been selling rather well and I may step up operations soon. Ja. I'm surprising even myself, to be honest. Und wir haben hier, da ist es doch zum Beispiel, hier, das ist zum Beispiel eine ziemlich geile Rüstung. No kidding, die sieht hammer awesome aus. Aber, boah, ich weiß gar nicht, ob die besser ist oder nicht. Also wir müssen ihm nochmal 16.000 geben, damit er weitermacht. Die ist alles scheiße, das Schmelzer. Die ist aber schwerer, oder? Moment, nochmal kurz gucken. Der Helm 9, 17, 10, 10. Always open for business. 9, 17, 10, 10. Circa. Ausrüstung. 9, 17, 10, 10. Nee, das ist sogar leichter. Aber ein bisschen schwächer halt dementsprechend auch. Aber die sieht sehr geil aus. Die würde ich mir auf jeden Fall zulegen wollen. Problem ist, wir müssen ihm jetzt quasi das Zeug abkaufen. Und zwar so, dass wir am besten 16.000 ausgeben. Am einfachsten wären die beiden Sachen. Also der Helm und die Stiefel kommen am nächsten. Ah, das könnten wir auch natürlich ausgeben, kaufen. Aber wenn, dann will ich schon so langsam auf dieses Set. Also ich will das auf jeden Fall kaufen. Das ist mein Overall-Ziel. Genauso wie ein anderes, was dann im Anschluss kommt. Deswegen fangen wir mal mit dem schönen Gegenstand an. Den können wir auch direkt in die Kiste tun. Der bleibt nämlich erstmal da. Der wird jetzt nicht gleich verkauft. Ah, nicht reißen. Gegenstandskiste. Was ich außerdem getan habe, ist... Moment, was habe ich denn jetzt gekauft gehabt? Das waren Handschuhe, ne? Nee. Stiefel? Nee, Brust. Was habe ich nochmal gekauft? Rüstung war es nicht. Handschuhe war es auch nicht. Dann müssen es... Da sind sie doch. Nee. Verdammt, jetzt... Bin ich denn so dämlich? Kann auch nicht wahr. Moment. Die neuesten Sachen kommen nach vorne, ne? Nee, auch nicht. Ey, das ist doch jetzt. Ich hab's gerade noch gekauft. Ich habe vergessen, was ich gekauft habe. Das darf doch nicht wahr sein. Da sind sie doch, die Schmelzer. Schmelzer-Shit. So. Zwischenwald, Sünde. Erntetal. Hier müssen wir hin. Aber wo genau, wird jetzt ein bisschen problematisch. Ich hoffe, ich habe den da noch nicht entdeckt gehabt. Sonst muss ich den nämlich nochmal woanders suchen. Wir machen uns nämlich jetzt auf den Weg zum Händler. Ich weiß allerdings nicht genau, wo der sich hier befindet. Hier saß ja die Alte. Kann man sogar abkürzen, wenn man wollte. Es hieß irgendwo direkt nach links. Oder rechts? Loch und dann nach links. Ach ja. Was wir außerdem noch verändert haben, das ich noch nicht gezeigt habe, ist, unser Schwert ist auf plus 10. Ja. Also, kann schon ordentlich was jetzt, das Ding. Und unser Schild ist auf plus 6. Die Rüstung habe ich, noch nicht upgraded. Einfach, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich die nicht so lange habe. Da ist ein Loch.
Da muss ich, glaube ich, durch. Da steht er mir aber noch im Weg. Für irgendwas. Oder auch nicht. Ruhe voraus. Oh, da hinten ist noch was, aber da liegen viele Tote rum. Und ein Duftzweig und eine Fackel. Jawoll. Ich sehe hier nichts außer dem da unten. Gehen wir mal ganz kurz abchecken. Ne. Zum Glück ist unsere Giftresistenz auch ziemlich hoch. Na, hoppala. Wir können ja mal ganz gucken. Auf 11, 5, 7. Na gut, so hoch auch wieder nicht. Steuerrad. Ah, da ist er. Da ist er doch. Jawoll. Genau mit dem müssen wir reden. Da können wir ganz viel Shit loswerden. Verkaufen. Und jetzt geht's los. Das brauchen wir nicht mehr. Oh, das wird jetzt eine lange, qualvolle Geschichte. Das Feuerschwert behalten wir als Alternativschwert. Zwei Händer weg. Das Großschwert weg. Das weg. Bam. 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 Bringen ja richtig gut Seelen, die Dinger. Na gut, dass das nicht funktioniert. Dass man ausgerüstete Gegenstände nicht verkaufen kann. 13.000. Ja, super wird das. So. Schöne ist auch, ich habe mal nachgeguckt. Ich habe ja gesagt, oder gedacht, dass wir eigentlich ziemlich gut was gesehen haben von der Welt. Und dass das nicht mehr so viel sein könnte, was wir noch zu sehen bekommen. Ja, Pustekuchen. Ich glaube, ich habe noch nicht mal die Hälfte der Bosse. Einen haben wir übrigens auch übersehen irgendwo. Wo weiß ich leider nicht genau. Das Schild kann weg. Das kann noch nicht weg. Harvalds Schild behalten wir noch. Aber das hier kann weg. Und das leichte Schwert behalten wir auch noch. Einen haben wir irgendwo übersehen. Ich weiß halt leider echt nicht, wo das gewesen sein könnte. Die behalten wir mal. Dietenhose kann dagegen weg. Das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Kleinvieh macht auch Mist. Muss man halt einfach mal so sagen. Jetzt muss ich aber schon ein bisschen aufpassen, dass ich nicht das falsche Zeug verkaufe. Ein Helm da unten würde ich ungern verkaufen. Die Rüstungen können auf jeden Fall weg. Die sind absoluter Bullshit. Das Gewand kann auch weg. Die Bauernhose kann definitiv weg. Das kann weg, das kann weg. Die kommen weg. Weg, 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 weg. Weg, der bleibt weg. Weg. Wobei, hiervon können wir auch einen mal behalten. Der war ja auch ganz... Oder? Nee.
Ja, der war nur ein minimal leichter, der kann weg. Die Handschuhe. Na komm. Die Rittergamaschen. Davon hatte ich. Ne, weg. Die sind zu schwer. Weil, komm. Einmal können wir behalten. Und weiß ja nie. Weg, weg, weg. Was für ein Shit da haben. Alter, Ritterrüstung. Crap, crap, crap. Die Finsterstulpen. Ja, komm, weg. Dranglick ist auch Bullshit. Obwohl, die Handschuhe hatten wir, glaube ich, behalten. Also, die behalte ich mal. Das behalte ich mal. Wengals Handschuhe können weg. Wengals Stiefel können weg. Was habe ich jetzt da? Finstergamaschen. Ja, gut. Passt so. Ringe habe ich jetzt natürlich keine mitgenommen. Da würde ich aber auch keinen gerne von loswerden. Hier können wir mal richtig, richtig... Also eigentlich... Zaubershit brauchen wir ja eigentlich überhaupt nicht. Habe ich noch nie gebraucht. Und kein Magier. Die Chance kriege ich jetzt natürlich. Ich habe eine erste Flakonscherbe dabei. Nice. Abfall. Abfall kommt weg. Finde ich gut, dass er auch den Abfall nimmt. Ja, komm. Brauche ich nicht den Shit. Habe ich noch nie gebraucht. Das behalten wir natürlich alles. Rüstungsregeneration war auch ziemlich nice. Ja gut, das benutze ich. Werde ich wahrscheinlich eh nie benutzen. Steine hatten wir noch irgendwo. So Crap-Steine, genau. Ja, komm. Da war irgendwas mit den Steinen, aber das ist mir jetzt egal. Jetzt kommt alles weg hier. Ach, das sind Upgrade-Sachen. Okay. Giftstein, Blutungsstein. Da habe ich übrigens auch schon rausgefunden, dass man die Sachen nochmal upgraden kann. Jetzt gucken wir nochmal, was er kurz gut zu bieten hat. Bullshit. Gavlan will, Gavlan deal. Gott. Gavlan what so? Nice. 57.000. Allein durch Müll loswerden, den wir nie wieder benutzen werden. Finde ich schon gut. Finde ich schon mega gut. Der ist gar nicht mal so weit vom Leuchtfeuer weg gewesen. Wenn ich jetzt den Weg wieder finde. Na doch, hier war das. Genau, darunter. So. Den Menschenbild-Effekt aufheben. Was? Egal. Matschula. Krass. Jetzt habe ich die ganze Folge nur dem Typen Sachen verkauft. Is that a shop here to see light? However. Okay, erst noch Flakon verstärken. Sehr schön. Das ist doch mal was sehr Schönes. So, jetzt werde ich die Seelen mal benutzen, um mir noch irgendwas zu kaufen. Jetzt habe ich vergessen natürlich, wie viel ich das letzte Mal... Ah, ne, da steht's. 9000 habe ich geblecht. Dann holen wir uns doch den Helm. So. Sehr gut. Thanks very much. Ja. Dank mir später, wenn ich dir den ganzen geilen Shit abkaufe. Da muss man aber erstmal drauf kommen, dass man dem Seelen bezahlen muss, damit er bessere Sachen verkauft.
können wir... Jetzt habe ich 3 Handschuhe übergelassen. Na egal, ich habe ja auch 3 Stiefel übergelassen. Gut. Oh, was hast du denn für eine dicke Keule? So. Bitte, 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 bitte. Hab jetzt den richtig geilen Shit. Care to look over my wares? Please, be my guest. I upgraded my stock recently. Yes. Although it may be a bit out of your reach. Ja, das werden wir sehen, ob das out of my reach ist. Ah. Ja, das Problem ist, wir haben die 2 Bosse, die, von denen ich das Equipment haben möchte, haben wir noch nicht gelegt. Deswegen sind die noch nicht verfügbar. Ja, komm, gib ihm. Kaufen wir die 2 Sachen auch noch. Dann haben wir wenigstens das erste Set schon mal zusammen. Denn jetzt ist eigentlich ist nur so ein bisschen, ja, also, ich weiß nicht, irgendwie, die Mainbusse haben wir anscheinend alle gelegt, ja? Hoppala. Und jetzt bleiben nicht mehr so viele übrig. Wobei ich jetzt gerade auch mal... das Set nehmen könnte. Und euch mal zeigen könnte. So, als Abschluss für diese Folge gucken wir uns kurz das Set an, was ich gerade mir besorgt habe. Das und das. Na? Okay. Es hat ein bisschen Verbesserungspotenzial, aber es sieht ganz nice aus. Und dazu passt halt noch entsprechend eine entsprechende Waffe. Oh, wir sind nur knapp unter Gewichtslimit. Die Waffe könnten wir dann aber wahrscheinlich nicht mehr dazu tragen. So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge... Was mache ich denn da? Gehe ich mal in die Bucht, wo wir einen der Bosse übersehen haben. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.